Vom Kondom bis zur Windel. Ein Drogeriemarkt mit 15 Milliarden Euro Umsatz. Und das vor allem durch stöbernde Kunden. Haben Sie jetzt mehr mitgenommen, als Sie eigentlich geplant haben zu kaufen? Immer. Wie macht DM das? Und was macht der Marktführer anders als die Konkurrenz? DM ist hier tatsächlich Pionier. Wir sprechen mit dem Geschäftsführer und DM-Erben Christoph Werner über sein Geld und das der Kunden. Halten die Eigenmarken der Drogeriekette mit der teuren Konkurrenz mit? Bisher war der schlechteste, würde ich sagen. Und ist der Job bei DM fordernd oder überfordernd? Da kommt man dann schon manchmal ins Schwitzen. Es gibt im Internet eigene Plattformen, wo sich Mitarbeiter von DM über Mobbingvorwürfe austauschen. Was sagen Sie dazu? Wir reden übers Geschäft bei Deconstructed DM. Also ich muss ja zugeben, dass ich selber selten in Drogerien einkaufe, denn meine Basics wie Deo und Zahnpasta, die gibt es ja auch im Discounter. Deswegen werde ich heute viel lernen. Wir nehmen den Marktführer DM unter die Lupe. Es heißt, dass hier vieles anders läuft als bei der Konkurrenz. Was genau das ist, gucke ich mir heute an. In dieser uns vom Unternehmen zugeteilten Filiale in Karlsruhe packt Martin heute mit an. Seine Mission? Einblick in den Arbeitsalltag der Mitarbeiter und Verkaufstricks lüften. Guten Morgen. Hallo, Amanda. Guten Morgen. Hi. Sag mal, du bist Filialleiter hier, ne? Ich bin Filialleiter hier. Sehr gut. Das ist dein Lager. Was machst du gerade? Ich scanne jetzt gerade unsere Paletten. Wir haben heute unseren Warenverräumtag. Das heißt, Ware verräumen mache ich dann wahrscheinlich auch? Ja. Du wirst heute mit auf die Schippe genommen. Bis zu 12.500 Produkte gibt es je nach Filiale. Für Drogeriemarktmuffel Martin? Wo? Überfordernd. Ein System erkennt, welche Ware fehlt und bestellt diese automatisch beim Zentrallager. Beim Einräumen macht Martin gleich seine erste Entdeckung. Was ich mich frage, Amandu, warum sind eure Regale alle schräg angeordnet und nicht ganz normal nebeneinander? Die Regale sind hier im vorderen Bereich nach dem Fächer angeordnet, was einfach nochmal das Einladendere und das Offere für den Kunde einfach darstellen soll. Mehr Übersicht, mehr Spontankäufe? Mit welchem Verkaufstrick DM beim Filialbau arbeitet, verrät uns Handelsexpertin Carmen Schenkel. Diese flachen Regale, wo man oben drüber gucken kann, was macht das mit mir und mit meiner Kauflust? Wenn man in DM kommt, ist es erstmal übersichtlich. Das Licht ist warm, die Gänge sind hell und breit und laden dazu ein, dass man stöbert und sich auch länger darin aufhält. Bei Rossmann ist es eher ein schnellerer Einkauf, wo ich eigentlich an meinem Produkt vorbeikomme, aber jetzt nicht so lang zum Verweilen eingeladen werde. Bei DM stöbern täglich mehr als 2 Millionen Kunden. Martin fällt auf, nicht immer mit klarem Kaufziel. Haben Sie jetzt mehr mitgenommen, als Sie eigentlich geplant haben zu kaufen? Immer. Kauft man eigentlich nur das, was man gesucht hat, oder noch mehr? Natürlich noch mehr. Warum ist das so? Wenn du siehst, so viel Auswahl, dann nimmst du einfach mit. Geschickte Verführung oder einfach kundenorientiertes Angebot? Wir fragen den Geschäftsführer Christoph Werner. Seit 2019 im Amt und Sohn des DM-Gründers Götz Werner. Gibt es da eigentlich sowas wie verkaufspsychologische Tricks, damit man Kunden dazu bringt, dass sie doch mehr kaufen, als sie eigentlich geplant haben? Es mag sein, dass es die gibt. Allerdings wenden wir die nicht jetzt bewusst an. Also ich glaube, wenn wir wirklich möchten, dass eine bewusst einkaufende Stammkundschaft sich für DM entscheidet, müssen wir sie ernst nehmen. Und Menschen wollen gute Konsumentscheidungen treffen, gerade in der heutigen Zeit. Die Philosophie, Stammkundschaft statt Schnäppchenjäger. Die Filialen sind gut strukturiert aufgebaut, beschildert und übersichtlich. Martin sieht das anders. Mein Problem ist grundsätzlich in Drogeriemärkten, dass ich nicht weiß, wo was ist. Ich renne immer alle Gänge ab, bis ich am Ende, am letzten Gang, mein Produkt finde. Doch dank der Schilder findet auch Martin seinen Weg. Aber DM sortiert seine Ware nicht nach Produktart. Auch Geschlechter spielen eine Rolle. Das ist gar nicht hier, das ist da drüben. Oh, man unterscheidet die Deodorantabteilung zwischen Mann und Frau, nehme ich an, ne? Ey, ich fahre immer ohne meine Ware los. Für orientierungslose Männer wie Martin hat DM eine Lösung. Weit vorne im Markt.
Was ist denn die typische Zielgruppe von DM? Man würde jetzt plump sagen, ja, da gehen eh die ganzen Frauen hin, aber ist das noch so? Es ist tatsächlich so, dass natürlich die Zielgruppe überwiegend weiblich ist, aber nicht nur weiblich. DM weiß, dass die Männer erstmal reinschnuppern und sich gar nicht so tief in diesen ganzen Orkus reinbegeben wollen und platzieren deshalb sehr clever die Produkte weit vorne im Markt. Und wenn sie wollen, dürfen sie direkt wieder gehen und müssen erst gar nicht durch die ganzen schönen Artikel noch durch. Uns fällt auf, großer Fokus beim Sortiment und Filialausstattung liegt bei Kleinkindern. DM betitelt seine Kernzielgruppe als junge Familien. Aber die Familienorientierung ist sehr kleinkindorientiert. Das macht zum Beispiel ein Müller besser. Der bietet auch etwas für Kinder, die etwas heranwachsen. Das Kind hört bei Müller nicht mit dem Kindergartenalter auf. Wir halten fest, viele Zielgruppen, viel Umsatz. Aber welche Rolle spielt der Preis? Wir machen den Check und kaufen den gleichen Einkaufskorb mit Markenartikeln bei DM und der Konkurrenz. Ganz ohne reduzierte Artikel. Und tatsächlich, DM ist am günstigsten, Rossmann am teuersten. Dem Umsatz schadet das nicht. Der wächst in den letzten Jahren stetig weiter. Im letzten Geschäftsjahr hat DM 15 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet. 11 Milliarden Euro entfallen auf den deutschen Markt, der Rest auf andere europäische Länder. In Deutschland beschäftigt DM etwa 50.000 Angestellte in etwa 2.000 Filialen. Zum Vergleich, Konkurrent Müller besitzt nicht mal 600 Filialen, Rossmann ist mit rund 2.300 zwar öfter vertreten, ist aber umsatzschwächer als DM. Ich habe oft gelesen, dass Sie wenig über Ihren Jahresgewinn, aber über den Umsatz sprechen. Ja. Warum ist das so? Das ist richtig, das kommunizieren wir nicht. Letzten Endes ist es ja so, dass der Umsatz der Applaus des Kunden ist. Und wir arbeiten daran, dass der Applaus auch nicht abebbt. Weil es nun allerdings so ist, dass in den Medien der Gewinn meistens in den Vordergrund gerückt wird, haben wir uns entschieden, den Gewinn nicht zu kommunizieren. Wir machen noch eine Entdeckung. Keine Rabattschilder weit und breit. Das gehört zum Konzept. Stammkunden statt Schnäppchenjäger. Stattdessen Transparenz bei Preiserhöhungen. Diese stehen mit Datum gekennzeichnet auf den Preisschildern. In der DM-App gibt es zudem Coupons mit bis zu 20% Rabatt. Aber Moment mal. Als großer Unterschied zur Konkurrenz galt bislang, DM lockt keine Schnäppchenjäger mit kurzfristigen Rabattaktionen. Inwieweit passt dann das Sparprogramm in der App dazu? Da haben viele Kunden vor meinen Augen die App draufgelegt und mir gesagt, ja, wegen der Angebote. Ja, also das sind jetzt dann Coupons, die personalisiert ausgespielt werden und die immer eine lange Laufzeit haben. Was man sonst im Einzelhandel kennt, sind eben klassische Sonderangebote mit einer Laufzeit von 4, 5, 6 Tagen. Laut Handelsexpertin Carmen Schenkel gibt es einen Unterschied zwischen Rabattschildern im Markt und Coupons in der App. Apps sind sowieso etwas, die mit spielerischen Dingen arbeiten. Dadurch, dass es über den anderen Kanal gespielt wird, ist es sozusagen wie eine Spielkarte, die man ausspielt. Das bringt uns zur nächsten Spielkarte von DM. Sie kommen aus Bereichen wie Pflege, Haushalt oder Tiernahrung und machen mehr als die Hälfte des Sortiments aus. Die Eigenmarken. Was ich überraschend finde, ist, wenn man sich diese ganzen Produkte anguckt, könnte man glauben, dass das alles eigene Handelsmarken sind. Aber wenn man genauer hinguckt, findet man überall ein kleines DM-Logo. Ich wusste das nicht und ich bin gespannt, ob das die anderen Kunden auch nicht wissen. Fällt Ihnen irgendwas auf, wenn Sie sich den Tisch angucken? Alles Eigenmarken, schätze ich mal. Das ging schnell. Was halten Sie von denen? Kaufen Sie die? Überwiegend, ja. Warum? Die sind meistens günstig, also günstiger als die anderen Artikel von den teureren Marken. Wenn ich dir jetzt sage, dass das alles die Eigenmarke von DM ist, hättest du das gewusst? Nee. Also da steht's drauf, aber... Auffällig, die Eigenmarken tragen nicht nur unterschiedliche Namen, auch Design und Schriftart sind individuell. Sie wirken wie eigenständige Marken. Bei den Eigenmarken im Supermarkt denkt man ja oft, ja, das ist das günstigere Produkt, die günstigeren Nudeln, aber nicht so gut wie die echten Nudeln. Ist das hier ähnlich oder ist das hier anders? DM ist hier tatsächlich Pionier, wenn es um Eigenmarken geht. Und sehr viele Eigenmarktprodukte haben mittlerweile Tests gewonnen. Und dann gibt es diesen Eigenmarken-Mythos, der dann gerne auf alle anderen Produkte übertragen wird. Und man sagt, ja, guck mal, die sind doch gut. Das reicht dann, dass wenn ein Produkt von diesem Hersteller einen Preis gewonnen hat. Nur ein Qualitätsmythos? Oder halten die Eigenmarken mit der teuren Konkurrenz mit?
In einem Münchner Barbershop machen wir den Test. So viel vorweg, das Ergebnis wird eindeutig. Drei Tester, vergleichbare Haut und Bartstruktur. Barbier Lenschow weiß nicht, welchen Schaum er bei wem verwendet. Ein guter Rasierschaum hat genug Feuchtigkeit, wird nicht zu schnell trocken und tut die Haare aufstehen lassen, dass man schön überall auch hinkommt. Hinter Testschaum A verbirgt sich der mittelpreisige Rasierschaum für 1,95 Euro. Es ist mehr Widerstand da, weil der Schaum schon getrocknet worden ist und wir hier jetzt eine kleine Schnittwunde haben. Fazit, naja, die Aftershave Gun hinterlässt brennenden Eindruck. Jetzt die DM-Marke. Mit 95 Cent und 100 Milliliter mehr Inhalt der günstigste Schaum im Test. Ich muss ehrlich sagen, bis jetzt ist es das Beste. Also es ist ziemlich lange feucht, immer noch. Ich musste nicht nachschäumen. Das Rasieren geht mit dem Rasierschaum ganz geschmeidig. Und es liegt nicht an den Haaren, sondern eher an den Rasierschaum. Bisher liegt die Eigenmarke um Barthaaresbreite vorn. Den Final Cut macht der teuerste Schaum für 2,45 Euro. Bei allen Testern schäumt Lenschow bewusst nicht nach, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Weil der Rasierschaum zu trocken worden ist, daher haben wir eher gezogen anstatt rasiert. Also bisher würde ich den war der schlechteste, würde ich sagen. Fazit: Nur kleine Unterschiede. Aber DMs Eigenmarke bleibt etwas länger feucht. Ob die Eigenmarken von DM auch im Ökotest gut abschneiden, weiß Biochemikerin Ann-Kathrin Ottmann. Ist denn teilweise auch so ein Eigenmarkenprodukt besser als das klassische Markenprodukt? Also gerade hier auch der Rasierschaum, der hat ja auch mit sehr guter Note abgeschnitten, weil er keine Kunststoffe drin hat und keine bedenklichen Konservierungsmittel wie die anderen, die im Test waren. Günstige Eigenmarken, die hat auch die Konkurrenz im Sortiment. Das Duell Klopapier. Hier gibt es angeblich einen Unterschied. Im 10er-Pack der Eigenmarke gibt's pro Rolle 20 Blatt mehr als bei der Konkurrenz. Preislich liegt DM zwischen Rossmann und Müller. Eine Mogelpackung oder sind die Rollen wirklich länger? Als erstes das Klopapier von Müller. Dann zieht Rossmann mit ins Rennen. Und DM? Sprintet, pardon, rollt zum Sieg. Die DM-Blätter sind etwas länger. Trotz kürzerer Distanz landet Rossmann wegen der Preisleistung auf Rang 2. DM macht das Rennen. Wir fragen uns, wie können die Eigenmarken so günstig sein? Das können wir vor allem deswegen, weil wir auf der einen Seite nicht die ganzen Marketingaufwendungen haben, die ein klassischer Markenartikler hat, der Investitionen in Werbung hat. Und zum anderen haben wir sehr, sehr hohen Warenumschlag. Das heißt, große Mengen werden verkauft und dadurch sinkt der Verkaufspreis. Daher wächst die Palette immer weiter. Hinter einer Eigenmarke steckt allerdings ein heftiger Familienstreit. In den 80ern lernt DM-Gründer Götz Werner Götz Rehn kennen. Gründer der Biomarke Alnatura. Werner nimmt Alnatura mit ins DM-Sortiment auf. Nicht nur das, er heiratet auch Rehns Schwester. 2015 dann der Bruch. DM stellt seine eigene Biomarke in die Regale, für Rehn nicht akzeptabel. Er zieht vor Gericht und möchte aus dem Vertrag raus. Dieser besagt, dass DM mitentscheiden darf, wo Alnatura seine Produkte verkauft. Rehn gewinnt den Prozess und erhält eine Entschädigung. Später klagt Götz Werner. Er will die Markenrechte an Alnatura. Er findet, DM sei verantwortlich für den Erfolg der Marke. Auch diesen Prozess verliert er. Als Sohn und Neffe keine leichte Situation. Hätten Sie es anders gemacht als Ihr Vater? Ich denke manchmal so im Rückblick, vielleicht was gut gewesen wäre, ist, wenn ich bei den Gesprächen zwischen den beiden dabei gewesen wäre. Ich habe es damals auch mehrfach angeboten. Es ist von beiden nicht aufgegriffen worden. Wir werfen einen Blick auf Service und Mitarbeiter. Ein beliebter Service: in der App bestellen und abholen. Amando macht eine Testbestellung.
kann genau. mir schon vorstellen, dass du manchmal, wenn du gerade am Rumrennen bist und am Einsortieren bist und dann kommt eine Push-Up, oh, noch eine Bestellung. Grundsätzlich kommen ja manchmal dann einfach auch unerwartete Sachen einfach dazwischen. Ja. Da kommt man dann schon manchmal ins Schwitzen. Aber wir haben einfach schon auch den Hintergrund, dass wir für den Kunde einfach das gerne machen. Martin macht den Test. Wie lange braucht der Mitarbeiter zum Picken? Ich kann mir schon vorstellen, dass es die Mitarbeiter nervt, wenn sie hier eigentlich zu tun haben. Und dann kommt so eine Riesenbestellung rein. Ich würde da ausrasten. Aber na gut. Amando hat noch Massageöl ausgesucht. Ich weiß nicht, wer darauf kommt, aber was kaufe ich ihm? Kunden können zwischen 2, 4 und 6 Stunden bis zur Abholung wählen. Martin schafft es in unter 11 Minuten. Klingt schnell. Bei all den Zusatzaufgaben ist es laut Amando dennoch häufig knapp, bis die gesamte Bestellung gepickt ist. Sind die Mitarbeiter überfordert? In den letzten Jahren kamen ja regulär immer mehr Sachen dazu, wie zum Beispiel der Passbildservice und digitale Angebote und so weiter. Wie wird das kompensiert? Früher war es ja so, dass die Menschen in den DM-Märkten auch die Bestellungen einfach aufgeben mussten. Also die mussten schauen, was wollen wir denn nachbestellen, damit es kommt. Das läuft alles vollautomatisiert. Mittlerweile haben wir in vielen DM-Märkten sogenannte Cash-Recyclers. Da werfen sie das Geld nur noch oben rein. Da müssen sie keine große Abrechnung mehr machen, sondern das erfolgt automatisiert. Und damit verändern sich die Aufgaben und sind damit eine Sicherheit, auch weiterhin tätig sein zu können und nicht wegrationalisiert zu werden. Seit Jahren kursieren schwerwiegende Vorwürfe im Netz, vor allem gegen Filialleiter. Zitat: Von dem, was ich hier gelesen habe, habe ich vieles selber erlebt. Persönlich sprechen konnten wir mit niemandem. Es gibt im Internet eigene Plattformen, wo sich Mitarbeiter von DM über Mobbingvorwürfe austauschen. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist nicht auszuschließen. Es geht immer darum, erstmal aufzuklären, was ist denn tatsächlich vorgefallen. Und dann mit den Menschen ins Gespräch gehen, um zu gucken, was vorlag und wie das geheilt werden kann und abgestellt werden kann. Dennoch, laut einer Studie von Stern und Statista gilt DM als beliebtester Arbeitgeber im Einzelhandel, bietet Schulungsprogramme und Aufstiegschancen. Fazit: Bei Eigenmarken und beim Preis schneidet DM gut ab. Zudem gibt es viele Zusatzservices für die Kunden. Und Drogeriemuffel Martin tappt beim nächsten Shoppingtrip bestimmt nicht mehr im Dunkeln.